Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Wir haben Kobadron. Fuck. Bei den botanischen Gärten. Bei den botanischen Gärten, ja wo sonst? Ihr sucht nach Ivy, die sich hier auffällt. Dass ihr darauf nicht gekommen seid, ist schon seltsam eigentlich. Dass ihr nicht von vornherein euch gedacht habt, Ivy, Pflanze, vielleicht bei den Gärten. Nee, zu offensichtlich. Gehst du jetzt echt rum? Lauf damit. So, eine noch. Welche Formation? Es ist eine Drohne. Boom, letzte. Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Weißt du, wo wir gerade hier sind? Dass ihr mich übrigens nicht seht, ist auch schon ein Wunder. Verdammt, jetzt haben sie mich gesehen. Ich habe das Gefühl, die Gegner werden langsam intelligenter. Verdammt, intelligente Gegner, wo gibt's denn sowas? So, wo ich gerade mal hier war, könnte ich das Ding ja mal eben ausschalten, ne? Checkpoints sollte es auch gar nicht mehr so viele geben, glaube ich. Und ich habe jetzt nicht so viele von denen bisher ausgeschaltet, aber doch schon einige. Noch nicht ganz die Hälfte. Naja. Und jetzt muss ich wieder nach oben? Verdammt, wo ist die nächste Auffahrt? In Wahrheit, Batman, wirst du das meistens Menschen. Das ist weiter. Dein Kreuzzug bedeutet es nicht. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein, brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Der Arkham Knight. Ach, das kommt jetzt schon. Ivy, runter! Lucy, Luft anhalten. Es erstaunt mich übrigens, dass scheinbar ziemlich wenig bewaffnete Leute unterwegs sind in Gotham. Also bewaffnete Schläger da. Es ist schlimmer, als ich dachte. Meine Pflanzen sterben. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Thank you.
Sir? Eine sich so schnell verteilende Chemikalie kenne ich nicht. Ich weiß, Alfred. Es ist übel. Und, das Kraftfeld des Cloudburst hat den Energiekern des Batmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stagg. Er hat den Cloudburst entwickelt, dann wird er ihn auch zerstören können. Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seien Sie aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Okay. Eigentlich, mit dem Gas vorsichtig sein, nicht weiter schwierig. Wir dürfen nämlich nicht rein. Aber, da ich ja wunderbarerweise meine Batcloud bereits vollständig aufgetunt habe, sollte das auch gar kein Problem sein. Okay, ich hätte gedacht, dass das erst später kommt. Mit dem Gas freisetzen? Scheinbar nicht. Okay. Passt schon. So, wir müssen jetzt logischerweise wieder zurück zu Stags Luftschiff, weil, naja, da war er beim letzten Mal. Ich meine mich zu erinnern, dass er vor allem da eingesperrt war, deshalb kommt er wahrscheinlich auch nicht raus. Hast du sie gesehen, Batman? Deine vergiftete Verwahrung. Sehe ich nicht. Gehen sich an die Kehle oder richten sich selbst aus purer Angst. Auch die Welt sieht das. Als nächstes wird die Welt sehen, was mit dem Mann passiert, der mich aufhalten will. Und dann wird die Welt wissen, was Angst ist. Heute Nacht kämpfst du nicht für Gotham. Du kämpfst für all die verzweifelten Narren, die glauben, dass ein Held herbeieilt und sie rettet, wenn ihre schlimmsten Ängste wahr werden. Und du wirst verlieren. Ah, verdammt, da haben sie jetzt... Die sind, glaube ich, neu mit dem Schild. Wieso? Ich bin ja echt verwirrt. Moment, die soll doch... Betäuben? Betäuben? Und dann... Nein. Hä? Ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht diesen Angriff von oben machen. Ne, er weicht immer aus. Nicht. Es geht einfach nicht. Ah! Ach. Wow. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber egal. Wieso funktioniert das ständig nicht? Also ja, doppelt A ist halt auch ausweichen, weshalb die Bewegung vielleicht einfach ein bisschen kacke so ist, aber... Warum? Hä? Was machst du denn hier? Sieh dir den an. Hat sich Knochen gebrochen, die er nicht mal kannte. Du hast gerade die Macht des neuen dynamischen Duos erfahren. Ja? Stagg hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmenmuster. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Letztes Mal wurde Stagg mit Angstgas vollgepumpt. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Und wo hast du diese Stimmprobe her? Hä? Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Ja, okay. Ich meine, schade ist natürlich, wir können jetzt momentan, glaube ich, gar keine Sidequests machen. Nee. Was irgendwie logisch ist, weil wir wohl kaum in das Gas da unten rein wollen, um jetzt Zeug zu machen. Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Aber gut, dann machen wir halt mal wieder ein bisschen Hauptquest. Ist ja schon eine Weile her. Nein, eigentlich nicht. Stagg ist irgendwie entkommen. Wie? Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Viel interessanter finde ich ja, dass scheinbar dieses Gas nicht von dauerhafter Wirkung ist. Die Stimme. Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Das ist schön zu wissen. Nee, nicht blenden. Konnte ich das Ding nicht irgendwie... wie ging das denn? Konnte ich nicht... Ah nee, genau, das musste ich irgendwie... Erst den da... Ich muss näher ran. Cloudburst, ja. Wie schade, dass wir ihn töten müssen. Scheint ein cleverer Typ zu sein.
Ich muss näher. Scheiß drauf. Die stehen echt so, dass ich sie nicht erwischen kann von oben. Was natürlich intelligent ist, aber es gibt auch andere Methoden, die Drohnen auszuschalten. Ein Drohnenpilot antwortet. Ich hätte das Ding vielleicht vorher. Moment, wo kommt die fette Drohne her? Achso, die ist draußen. Ich dachte schon. Ich sehe gerade was Problematisches. Ich sollte vielleicht die Sannis ausschalten. Ich glaube nicht, dass du dich um den kümmerst. Kannst du mich hören? Der ist eine Etage weiter unten, glaube ich, ne? Ja. So, kommen wir zu denen. Dann sind wir vorhin die Drohnen mal los. Zack, wieder nach unten. Ich hatte ja vor allen Dingen in Arkham, Asylum immer die Angewohnheit, dass ich Gegner nur von oben ausgeschaltet habe. Also gerade in dem Teil hier sollte man sich das vielleicht abgewöhnen. Ich glaube, das war gerade der zweite Sunny, der ausgeschaltet wurde. Ich beschwere mich nicht. Ah. Könntet ihr vielleicht ein bisschen näher kommen, so irgendwie dahin, wo ich euch erwischen kann? Gehen wir wieder nach oben. Von unten ist hier gerade irgendwie nicht so richtig. Einspruch. Gibt es eigentlich Minigun-Schützen? Nicht mal das. Meine Güte, wie billig ist das denn? Was? Nur die beiden? Na komm. In dem Fall. Deine Waffe wird blockiert. Und ich schnappe ich mir, weil wenn der andere jetzt ankommt, ist es mir egal. Ich habe bereits den Cloudburst. Stack kann dir jetzt nicht mehr helfen. Findet ihn. Schmeiß diesen alten Sack. Sehr geil. Ich habe es gerade wieder geschafft, dass ich nicht angreifen konnte. Ich stand irgendwie auf dem Geländer. Ich habe noch Stacks Fingerabdrücke gespeichert. An dem Container kann ich die Spur aufnehmen und ihn so finden. Welchem Container? Achso, der Container da hinten? Nicht da. Okay, Stack. Wo versteckst du dich? Sir, der Cloudburst ist aktiv. Er kann uns nicht aufhalten. Er wird die Chance nicht bekommen. Ja, Sir, die Serpents sind aktiviert und begeben sich in Position. Okay, Stack ist gekrochen. Wie mir scheint, weil überall seine Fingerabdrücke sind. Und nochmal, wie ist er da rausgekommen? Wenn man davon ausgehen muss, dass der Arkham ziemlich schnell auf den Boden herumgekrochen sein, um sich vor der Miliz zu verstecken. Ja eben, aber wie ist er da rausgekommen? Wie ist es überhaupt möglich, dass die Miliz, dass er quasi hier der Miliz entkommen ist? Der Knight wird doch sofort neue geschickt haben, nachdem wir die anderen ausgeschaltet hatten. Vor allen Dingen immer, der war unter Angstgaseinfluss. Wie kann es sein, dass der hier rausgekommen ist? Das finde ich doch komisch. Wahrscheinlich sitzt er in... Oh. Nee, nicht ganz in der Ecke. Unterm Boden. Das ist auch eine Option. Aus mit dir! Bitte, tu mir nicht weh! Sag mir, wie ich den Cloudburst stoppen kann. Sonst mache ich dich für alle Toten verantwortlich, die durch Scarecrows Hand gestorben sind. Es ist umgeben von einem Nimbusfeld. Es verteilt das Toxin und steigert die Effekte. Jedes Fahrzeug ohne Nimbuszelle wird sofort zerstört. Dann stört's dich ja nicht, wenn ich mir eine borge. Nein, natürlich nicht. Mach du nur. Rein hier. Jetzt muss ich aber doch irgendwie fragen. Ein Angstgas wirkt sich also auf Fahrzeuge aus? Wie?
Ich dachte, das Zeug wirkt sich auf das menschliche Nervensystem oder allgemein auf das Nervensystem von organischen Lebewesen aus. Wieso also auf Fahrzeuge? Stack hat mir verraten, wie ich den Cloudburst-Panzer ausschalten kann. Verraten? Wie nett. Ich gehe zurück zum Batmobil. Ich muss einen Weg finden, diese Nimbus-Zelle in den Hauptantrieb zu integrieren. Aber Sir, Cranes Toxin kann durch die Fasern ihres Anzugs dringen. Nicht mal eine Gasmaske würde helfen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sie zu lange da drin bleiben. Dann muss ich mich beeilen. Okay. Was man gerade übrigens auch mal anmerken muss, was mir jetzt so auffällt, ich kann ja keine Sidequests mehr machen. Gut, Azrael, der sitzt irgendwo auf dem Dach, ist jetzt egal. Bomben hatten wir sowieso erstmal alle ausgeschaltet. Die Türme sind erhöht, das geht auch noch. Die restlichen Feuerwehrleute, die da unten waren, sind jetzt quasi auch vom Angstgas betroffen, sehr gut. Und sämtliche Checkpoints der Miliz sind jetzt am Arsch. Hat Cranny seine eigenen Leute reinweise ausgeschaltet? Oder wie? Ich nehme an, ich kann das Ding einfach blenden. Ja. Meine Güte. Wo muss ich... Den ganzen Weg zurück. Ist doch wieder bei den Gärten, wo ich da hinten hin soll. Backtracking! Fliegen noch ein bisschen höher. Gibt es eigentlich eine Oberbegrenzung hier für die Stadt? Hat irgendwer daran gedacht, sowas wie eine Decke einzubauen? Ich meine, theoretisch müsste es eine geben. Sieht doch ganz schön von hier oben aus. Ich merke gerade... Ich finde es gerade sehr interessant, dass das Gas perfekt da aufhört, wo auch das Land aufhört. Da am Wasser ist sofort Schluss. Komisch. Fast als wäre da eine Begrenzung. Oh, wait. Dich deinen Ängsten zu stellen. Okay. Sir Bruce, ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Es ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas Sie nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. Was mir halt auffällt, eine Gasmaske bringt nichts. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Gasmaske ist, die Luft filtert, vielleicht nicht, wenn sie es nicht rausfiltern kann. Aber eine Gasmaske, die einfach mit einem Sauerstofftank verbunden ist, müsste funktionieren. Langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung aktiviert. Wenn du einfach einen Sauerstofftank anhängst, dürfte eigentlich nichts passieren. Das war's, Betty. Spürst du, wie das Toxin durch deine Arme schießt? Du könntest die Luft anhalten, Bruce. Geist durchdringt. Ich tu's auf jeden Fall. Ich werde stärker, Bruce. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Wie wär's, wenn du aufhörst zu atmen? Wie lang ist denn das Ding? Sir, Sie haben keine Zeit mehr. Verschwinden Sie so. Entschuldigung, Alfred, ich höre dich so schlecht. Atme ganz langsam ein. Tief, langsam einatmen. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch müde machen. Willst du schlafen, Bats? Schlaf nur, schlaf, Betsy. Ich befreie mich von dir. Und dann bist du derjenige gefangen in mir. Also atme schön ein, tiefe Züge der Furcht. Schon bald wird Bats fort sein und ich setz mich durch. Okay, mein Spaß, gib auf! Ich bin hellwach in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün.
Master Bruce, sind Sie in Ordnung? Sir, hören Sie mich? Gib mir einen Moment, Alfred. Geh gleich wieder. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber. Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips, Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum erwarten. Master Bruce, geht es Ihnen gut? Besser. Gott sei Dank, ich bin wirklich erleichtert. Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Batmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben. Die Myagani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Okay, mehrere Punkte hierzu, bevor ich den Part beende. Erstens, Ivy sagt, es gibt nur eine Pflanze, die das Gas hier irgendwie aufhalten kann. Und die haben wir hier vor uns. Wieso gibt es plötzlich eine zweite? Punkt 2. Auf dem Scarecrow halt die Schnauze. Ernsthaft, halt die Schnauze. Ich will das jetzt nicht hören. Punkt 2. Scheinbar ist das Batmobil tatsächlich luftdicht versiegelt und hat einen Sauerstofftank eingebaut. Ansonsten müssten wir jetzt auch Gas im Batmobil haben. Das Einsteigen hätte nichts gebracht. Was machen wir hier gerade? Was ist das für eine komische Karre? Und wieso funktioniert das Batmobil jetzt wieder? Es war doch scheinbar irgendwie kaputt. Und einfach die neue Zelle einsetzen, hat es jetzt wieder komplett repariert, oder wie? Das kommt mir komisch vor. Na gut. Ich denke, ich drifte hier noch ein bisschen im Kreis und beim nächsten Mal suchen wir dann Ivys Pflanze. Wieso haben wir die nicht früher gesucht? Wirklich? Wenn sie doch weiß, dass es eine zweite gibt, hätten wir die längst holen können. Dann wären unsere Chancen allgemein besser gewesen. Ich glaube, ich... Ja. Mal sehen, ob Batman gleich in sein Batmobil kotzt. Das sieht sehr interessant aus. Das muss dein Boden. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.